Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 2. Letzte Folge endete ultra heftig. Also ich fand es ultra heftig. Kann jeder ja selbst sehen. Aber für mich war das schon ein Schock. So, wir haben Erfahrung erhalten. Hier, Kybernetik-Upgrade. Oh, plus 40% mehr Gesundheit finde ich schon nicht schlecht. Credits haben wir bekommen und ein Palladium-Bericht schließen. Okay, ich dachte, es gäbe noch ein Gespräch mit den Unbekannten, aber Commander, anscheinend Sie haben auf nicht. Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Jo, gucken wir gleich. Jetzt will ich erstmal Fische füttern, sonst sterben die wieder. Sie leben noch! Und sie sind gefüttert, okay. So, ach, warte mal. Wir können ja auch hier nach unseren privaten Nachrichten gucken. Dank von meiner Tochter, Diana. Commander Shepard. Aria T'Loke hat mir diese Adresse gegeben. Ich bin Diana, Nevs Mutter. Wir haben anlässlich ihrer Ermittlungen über ihren Tod miteinander gesprochen. Aria hat mir auch erzählt, dass es eine tote Asari in einem Ar der Apartments der Reichen gefunden wurde und dass sie die Mörderin meiner Tochter war. Danke. Ich weiß nicht, wer sie in mein Leben gebracht hat, aber sie haben meine Tochter gerecht. Danke. Meine Neffe hatte etwas Besseres verdient. Ich konnte ihr das nicht geben, aber zumindest haben sie das Missstück erledigt, dass ihr das Wenige auch noch genommen hat. In Dankbarkeit, Diana. Ja, das war auch trauriges Schicksal. Das war die Sache mit Morinth, glaube ich, ne? Ja, Morinth hatte sie ja verführt, also die Tochter von Samara. Als gelesen markieren. Daten zur Atmosphäre erhalten. Projektjäger, Commander, ein überaus fähiges Team analysiert derzeit die von Ihnen beschafften Daten über die Gith-Forschung zur Veränderung der Atmosphäre. Hoffentlich können wir daraus neue Methoden des Terraforms für künftige Kolonien ableiten. Die Tech in den Sendern enthielt auch Innovation auf dem Gebiet der Kommunikation. Wird uns dabei helfen, bessere Systeme zur Unterdrückung des atmosphärischen Rauschens zu entwickeln. Es gibt auf diesem Planeten keine Anzeichen proteanischer Aktivitäten. Der Unbekannte, Shepard. Mir wurde zugetragen, dass Sie Dr. Archers Bruder zur Grimson Akademie gebracht haben. Ich weiß, was man dort leistet. Er wird dort ein gutes Zuhause finden. Ich unterstütze Dr. Archers Handlungsweise nicht, aber sie hat uns einen Durchbruch beschert, der uns bisher verwehrt geblieben ist. Wir werden wahrscheinlich nie wieder ein Individuum mit Davids einzigartigen Talenten finden. Ihre Entscheidung ist zwar verständlich, aber sie hat unserem Bemühen, die Geth zu verstehen, um Jahre zurückgeworfen. Ja, das kann sein, aber es gibt Grenzen. Es gibt einfach Grenzen. Und ja, wenn der Unbekannte nicht mehr mit uns arbeiten will, dann soll er uns halt kündigen, so. Ist einfach so. Boah, und das war eigentlich ja nur eine Nebenmission, ne? Gucken wir mal ins Questlog. Also, wir müssen die Kollektoren aufhalten. Wir müssen so ein Reaper-FFS beschaffen. Das möchte ich jetzt aber tatsächlich noch nicht machen. Wir wollten ja eigentlich ein paar Aufträge abarbeiten. Und sind dann an Projekt Overlord gekommen. Was eine ziemlich lange Quest war. Und jetzt haben wir ja halt noch ein paar kleinere Sachen. Ankunft ist, glaube ich, auch ein DLC. Was nehmen wir denn jetzt einfach? Ach, wir gucken mal, wo wir gerade rumschwirren und suchen uns dann was raus. So, hier haben wir ja eigentlich dann alles durch, ne?
So, einmal Treibstoff auffüllen. Zu viel. Da ist die Shadow Broker Basis. Aber gehen wir doch hier hin, den Raketenangriff stoppen. Klingt nach was Kurzem. So, hier müssen wir landen. Dann nehmen wir jetzt mal Grunt mit und Varus. Nee. Wir haben einen Punkt. Vorbildlich sieht relativ voll aus. Varus hat 2 Punkte, bringt uns nichts, aber der gute Grunt hat 4 Punkte. Verstärkung. Ja, nehmen wir mal. Rang erwerben. So, jeder hat seine Waffen. Oh, Batarianer. Javelin-Raketen aufhalten. Größeres Feuergefecht hier. Sieht übel aus. Ja. Sieht übel aus. Oh, wir haben nur 4 Minuten 50 Zeit. Okay, weiter geht's. Umgehen. Starte Umgehung. Bereit zum Aufpassen. Jetzt bist du tot. Oh Gott, das sind zu viele. Okay, ganz frontal kann ich da nicht reingehen. Aber starten wir nochmal neu. Ich hasse Zeitlimits, aber ich glaube, wenn man hier relativ zügig durchgeht und sich nicht mit allen Kleinigkeiten auffällt, schafft man das eigentlich ganz gut. Wobei in 1 gab es mal eine Sache, da war das immer relativ knapp. Größeres Feuergefecht hier. Sieht übel aus. Warnung. 2 Raketen nähern sich dem Ziel. Ich sende Ihnen einen Countdown bis zum Einschlag. Okay, weiter geht's. Nachgeladen. Wir starten wieder die Umgehung. Mal wieder hinbekommen. Ärger! Aufpassen! Ich liege unter Beschuss. Ich muss kurz warten, bis meine Schilde sich wieder aufgebaut haben. Einer weniger! Hey. Da unten geht's noch irgendwo lang. Hier die Deckung! Wir hauen aber auch rein, die Batterianer hier. Und wo werde ich denn noch getroffen? Von der Seite. Ich dachte gerade von hinten, aber von hinten. Nehme Deckung! Beide voraus! Ich habe keine Schilde! Vorsicht! Wir wollen uns gegenseitig erschießen, da gibt es keine Vorsicht.
Warum geht's zum Raketensilo? Wo geht's hier hin? Nirgendwo hin, okay. Zu spät, jetzt bist du tot. Da war noch gerade irgendwie Munition. Die möchte ich gerne mit einsammeln. Da oben. Ja, von hier unten. Geht doch. Okay, starte Umgehung. Wahrscheinlich nochmal ein relativ heftiger Kampf. Aha. Komm raus! Zu spät, jetzt bist du tot! Okay, starten wir mal den Heckversuch. Und was ist denn irgendwas mit dem Raum? Was müsste der sein? Es ist nur noch ein Code für die Notfallschalter übrig. Daher kann nur eine Rakete aufgehalten werden. Retten Sie mit dem Notfallschalter-Code das Ziel Ihrer Wahl. Also, wir haben Raumhafen, Industriegebiet. Ziel 1 von Rakete 1, Raumhafen, Industriegebiet. Notfallschalter hier einsetzen, um Interessen der Allianz und taktischen Vorteil zu wahren. Allerdings auf Kosten von hunderten Bewohnern der Stadt. Ziel von Rakete 2, Hauptstadt. Notfallschalter hier einsetzen, um die Stadt und hunderte Bewohner zu retten. Nach der Zerstörung der Industrieanlagen ist die Kolonie dann allerdings nicht mehr funktionsfähig und muss evakuiert werden. Ganz ehrlich, wir retten die Hauptstadt, auch wenn die Kolonie dann nicht mehr funktionsfähig ist und die Leute evakuiert werden müssen, ist besser, als halt hunderte Leben zu opfern. Das müsste es gewesen sein. Okay, wir können die Mission beenden. Wir können uns hier aber noch ein bisschen kurz umgucken, ob wir alles eingesammelt haben. Ja, also wie vermutet, man schafft es, wenn man relativ zügig durchgeht. Jetzt haben wir auch nochmal die Chance, hier in die Ecken zu gucken. Aber hier scheint nichts zu sein. Doch, Palladium. Nichts mehr. Hier war ja auch nichts mehr, ne? Ist nichts mehr. Okay, dann können wir beenden. Ja, wir wollen weggehen. So, batterianische Extremisten daran gehindert, die Kolonie auf Franklin zu zerstören. Besiedlungskern der Kolonie bewahrt tausende Leben gerettet. 125 Erfahrung, bisschen Credits, bisschen Palladium. Und das war's. So, ja, Fische füttern. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Ja, trotzdem muss ich Fische füttern, sonst sterben die wieder. Werden halt ganz dicke Fische bei mir. Wobei, können Fische sich so überfüttern, wie zum Beispiel, weiß ich nicht. Man sieht es ja bei einigen Hunden oder Katzen, die zu viel gefüttert werden, dass sie so fett werden. Kann das bei Fischen auch passieren? Weiß ich jetzt gar nicht. Oder Pferde können auch überfüttert werden. Also viele, viele Tiere. So, dann haben wir dort Omega. So. Dann haben wir als nächstes im hier zwei Nebenmissionen. Dann gehen wir
doch mal auf die MSV Broken Arrow. Los geht's. An Bord gehen. Achso, scannen Sie mir in ein verlassenes Schiff auf einer rapide abnehmenden Umlaufbahn über den Planeten Jonus. Munitionsfracht geladen. Okay. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen Geld sammeln, um uns natürlich die Upgrades noch zu kaufen, die noch ausstehen. Ich glaube, wir hatten auf der Citadel noch zwei Sachen, die wir kaufen wollten, und auf Omega. Nee, auf Ilium. Bei Omega weiß ich das gerade gar nicht mehr. Dann nehmen wir jetzt mal Tali mit und Kazumi. Wir haben immer noch einen Punkt. Kazumi hat 4 Punkte. Dann mal die Überlastung bitte weiter. Oh, hat sie das jetzt? Ja, hat sie. Und Tali hat 2, das bringt uns nicht viel. Und weiter geht's. Aufschlag auf der Planetenoberfläche steht unmittelbar bevor. Ich sende Ihnen einen Countdown über die verbleibende Zeit bis zum Aufschlag. Stehe ich ja voll drauf auf Countdown. Alarmstufe gelb. Es gibt zwar derzeit kein Anzeichen für Ärger, aber so weit draußen können wir jederzeit auf Gap treffen. Wir müssen vorbereitet sein. Mir wurde gesagt, es sei eine ganz schlechte Idee, sich so weit ins Gebiet der Geth vorzuwagen, aber diese Kolonien müssen sich irgendwie verteidigen können. Das Einzige, was die Crew davon abhält, vor lauter Angst, weiche Knie zu bekommen, sind die 100 Kisten Militärwaffen, die wir an Bord haben. Ein kleiner Landgang im Nahriff-System wird uns allen gut tun. Wir haben einige Lieferungen zu machen und es wird da draußen bestimmt nicht glücklicher. Ich rufe Alarmstufe Rot aus. Die Geth greifen an. Auf eine Auseinandersetzung dieser Größenordnung sind wir nicht vorbereitet. Aber wir werden unser Möglichstes tun, um das hier zu überleben. Die Kolonien brauchen die Waffen und der Angriff beweist erneut, wie ernst die Lage ist. Das ist mein letzter Eintrag in diesem Log. Angesichts der Schwere des Angriffs habe ich sofortige Evakuierung und schnellstmögliche Ansteuerung der Kolonie angeordnet. Falls die Geth dieses Schiff überlebt, fallen ihnen auch die 100 Kisten mit Waffen in unserem Frachtraum in die Hände. Ich aktiviere deshalb mit meinem Autorisierungscode den Selbstzerstörungsmechanismus des Schiffes. Hoffentlich erwischt es dabei auch die Geth an Bord. Ich werde bleiben und dafür sorgen, dass das Schiff ein ehrenhaftes Ende hat. Mein Plan ist, die Triebwerke abzuschalten, sodass wir den Orbit verlassen. Die MSV Broken Arrow wird nicht hinunter zur Oberfläche gleiten, wo dann die Selbstzerstörung stattfindet. Ich muss vorsichtig sein, wenn ich versage, ist völlig offen, was mit dem Schiff geschieht. Okay, wir können nur hier durch. Und wir starten die Umgebung. Okay, da hatten wir nichts von, aber hier. Station. Offline, Lebenserhaltung, Systeme beschädigt, Maschinenstatus, Maschinen ausgefallen, okay. Also alles kacke. Hier ist der Maschinenraum. Aua, und wo denn? Von da oben. So, Elektrokopplung aktivieren. Unterbrochen. Richtig. Auf die Optiken, Shatika! Auf die Optiken! Hier ist noch irgendwas versteckt. Geht es dann anscheinend weiter. Hier ist die zweite. Ich hab. Das
Mist, da war noch einer. Das ist gemein, wenn die von oben schießen dürfen. Ich weiß nicht, wo das letzte Mal gespeichert wurde. So, dann versuche ich jetzt mal kurz hier zu aktivieren. Hat anscheinend funktioniert? Ja. Gehen wir einfach rüber. Jetzt jemand? Ich versuche mal weiter nach oben zu gehen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. So, ich starte mal die Umgehung. Meine Begleiter schießen hoffentlich. Oh, das war falsch. Oh nein! Nochmal! Das haben wir wohl. Okay, Mission ist abgeschlossen. Und passt ja mit der Folge, mit dem Folgenende. Jetzt brauche ich auch eine Pause. Jetzt war alles wie. Das heißt, passt alles perfekt. Ich habe meine 3 Folgen für die Woche. Ihr seid versorgt. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Und wir machen einfach beim nächsten Mal weiter. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.